davon, warum wir alle hier stehen. Und zwar, weil wir erkannt haben, dass es eine kranke Welt ist. Deswegen heißt dieser Song auch So Sick. Hallo? Hallo? Test, 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 test. Test, test. Lauter, lauter, lauter. Lauter, es funktioniert. Lauter. Es funktioniert. Wir hören Musik. Es geht los. Es geht circa so. Wir fordern Bioprodukte, doch gehen zu Fastfood-Ketten. Geschmacksverstärker. Als würde uns der Fraß dort schmecken. Herangezüchtet in Laborkästen. Manipulierte Buletten aus den sterilen Massenschlachthausketten. CSDA. Subventionierte Brachlandflächen, während die halbe Welt nichts hat zu messen. Anscheinend wird das vergessen, profitable Machtinteresse. Saatgutketten, die ihre Wissenschaft entsetzen. Für die Terminator-Pflänzchen und abends setzen wir uns auf unsere Couch, drehen sie laut auf, bitte in unseren Spaß aus Kästen, die uns in HD senden, um uns von abzulenken, was so geschieht. Und wir lustigen uns am Leid unserer Menschen. Die Welt ist krank. Krankes Denken, wir sind die Patienten, eingesperrt in kahlen Wänden. Sag mir, wie wir das noch wenden. Sag mir, wie wir das noch wenden. Die Masse zählt, scharfe Schlaf wandelt, während sie im Albtraum stecken. Die Welt ist krank. Gemessen an dem Zustand, als hätten wir nicht schon ganz vergessen, dass wir, wenn wir Kraft aufwenden, alles ändern konnten, wenn wir wollten. Es gelten nur die Konten, hätten wir früher begonnen. Leg die Welt jetzt nicht in Krankenbetten. I think we have to tell you this. The people are ready, sent for a shift. Free up your mind, ignorance is bliss. Fight for your rights. It's time to resist and sick world. Wir leben in einer kranken Welt. We are living in a sick world. Es ist eine kranke Welt, und ja, man sieht es an verschiedensten Symptomen. Dann wird der Himmel zugezogen, schwelen Kriege auf dem Boden. In der Tiefe keine Liebe, sperren Tiere ein in Zonen. Wer dienen denn verboten, mit uns diese zu bewohnen? Ha, als wären wir so weit da oben. Doch sag mir, welche andere Art, sonst wir kriegen dann die Kriege wegen Kohlen. Kriege wegen Boden, Religionen oder Drogen. Und ich frag mich, wir sind hier die Idioten, ha? Als wären wir der Schöpfungsthrone. Nur weil wir töten können, müssen wir's nicht immer wieder wiederholen. Wirklich große schenken Liebe, die wie Medizin in hohen Dosen die Welt befreit aus ihren Depressionen. So sick, we have to tell you this. The people are ready, sent for a shift. Free up your mind, ignorance is bliss. Fight for your rights. It's time to resist, it's a sick world. Wir leben in einer kranken Welt. Es ist eine kranke Welt, ja, ihr habt recht. Denn ja, ich will die Welt verändern. Mit beiden Beinen auf dem Boden stehen. Liebe als Triebfeder und Mut als den Motor nehmen. Für große Themen immer die richtigen Noten wählen. Ich helfe, die Dinge auszusprechen wie ein Logopäde. Ändert sich nichts, geht die Welt ihrem Tod entgegen. Warum bleibt ihr stumm? Kann ich irgendwer den Ophrophen? Lasst uns diese Strophen hier als Defibrillatoren nehmen. So sick, we have to tell you this. Uh-huh. The people are ready, sent for a shift. Free up your mind, ignorance is bliss. Fight for your rights. It's time to resist, it's the sick world. Wir leben in einer kranken Welt. We are living in a sick world. Wir leben noch in einer kranken Welt, doch wir ändern das. Dankeschön. Dankeschön. Sind seit über einem Jahr unterwegs in Deutschland, Österreich, Schweiz und fahren jede Woche durch das ganze Land. Und das machen wir genauso wie hier heute, ohne auch nur einen Euro Gage zu verlangen. Das heißt, wenn man uns unterstützen möchte, die Unterstützung, die wir von den Massenmedien nicht bekommen, die wir von keinem Musiklabel bekommen, die wir von keiner Industrie und keiner Lobby bekommen, wenn man uns unterstützen möchte, haben wir da ein paar wunderschöne CDs dabei und auch ein paar Fairtrade-T-Shirts. Oder ansonsten ganz, ganz wichtig, verteilt die Musik und postet die ganzen Videos im Internet, damit die Informationen rauskommen. Das ist nämlich das Allerwichtigste. Wunderschön. Noch eine zweite Sache, bevor der letzte Song beginnt. Den ersten Beat, den ihr heute gehört habt, den wunderschönen Peace Beat, haben wir dem gleichen Menschen zu verdanken, der heute auch die Technik bereitgestellt hat. Deswegen einen riesengroßen Applaus für die Technik für Sebastian Hornstein, Tali Ion, bitte. Ohne Menschen wie ihn in allen Städten, die das alles machen, und zwar genauso unentgeltlich, wäre das alles hier nicht möglich. Eine letzte Sache, bevor wir auch zum letzten Song kommen, weil der Stefan vorher gesagt hat, wir müssen
wirklich mal mehr machen, als immer nur auf der Straße stehen, sondern auch mal wirklich aktiv werden. Ich habe ein neues Projekt geplant mit einem Freund zusammen, wo es genau darum gehen soll, und zwar um jeden Einzelnen, was da jeder Einzelne ändern kann. Wir haben ganz, ganz viele Aktivismusformen. Ich habe hier wunderschöne Sticker, die sich dann gleich nach dem letzten Song jeder holen kann. Da steht alles Mögliche drauf, das könnt ihr euch dann mit nach Hause nehmen. Und das wird sehr spannend, weil da brauchen wir auch alle Unterstützung. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir zu einer kleinen Weltpremiere, weil dieser Song ist noch nirgendwo im Internet. Es gibt dazu kein Video, es ist noch nicht veröffentlicht worden. Es ist ein brandneuer Song, den ich euch heute mitgebracht habe. Und er geht darum, was wir als Einzelne ändern können. Oh. Ich brauche später eure Unterstützung. Wir können alle ein bisschen näher zusammenrücken, dann wird uns warm und dann ist es herzlich. Passt auf, es geht so. Oh. Während die Welt von meinen Augen vorbeifliegt, scheint sie, als hätte sie dabei kein Ziel. Die Menschheit schreit viel, weint viel, vielleicht sieht keiner dieses Leid. Vielleicht soll es so sein, niemals. Trotzdem sitze ich allein hier, weil's mir vorkommt, als ob es doch keiner einsieht. Live-Ticker, Live-Feed, Massensterben, ein Krieg, ein Klick, ein Bild, das sich in mein Hirn einfriert. Ein Horrorfilm, aufbereitete News, berichtet mir mit einem Lächeln nur von Schein und Betrug. Auf keimende Wut, was soll ich als Einzelner tun? Was kann ich alleine schon tun? Doch scheiß drauf, ich versuch's. Ich steh auf für mich. Ich geh raus nen Schritt und seh draußen Licht, auch wenn es fern am Horizont ist. Ich geh nicht zurück. Für mich heißt es jetzt entweder dieser Weg oder nichts. In dem Augenblick merk ich, dass ich nie alleine war. Neben mir stehen so viele, genau wie ich. Und jetzt weiß ich, dass wir's schaffen, wie schwer es auch ist. Denn ihr nehmt mich mit und ich nehme euch mit, was wir alleine nicht schaffen. Schaffen wir zusammen, was wir alleine nicht schaffen. Schaffen wir zusammen, was wir alleine nicht schaffen. Schaffen wir zusammen. Komm schon, schreit mit mir, wisst ihr's geht. Komm, was wir alleine nicht schaffen, das. 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 Ich kam alleine auf die Welt und ich werde auch alleine gehen. Doch die Zeit dazwischen, die will ich mit euch gemeinsam leben. Kommt schon, seid ihr dabei? Weltkriege hatten wir schon. Weltfrieden Nummer 1. Wunderschön. Es kommt eine neue EP, wo ganz viele Künstler drauf sind. Die heißt Synergie. Und erscheint mitten im Mai. Jetzt schreibt nochmal mit mir, komm. Was wir alleine nicht schaffen, das. 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 Dankeschön. Dankeschön. Oh. Kommt ihr wunderschönen Menschen, wunderschönen Frauen, wunderschönen Männern. Es geht um uns alle. Den guten Abend, ich bin bloß ein Mensch. Ich spreche für niemanden, nur mich selbst. Ich hab mich weltweit in die Sendestation gehackt. Und diese Botschaft sende ich so raus in die große Welt. Und ich muss mich beeilen, noch bevor er mir den Ton abstellt. Dafür gibt es bloß ein Jetzt, nie ein Später. Was, wenn mich mein Kind mal fragt, warum ich es nicht gesehen hab? Aber Papa, das sagt sogar mein Geschichtelehrer. In deiner Zeit begingen Menschen ein paar Riesenfehler. Und dann will ich mich nicht in Ausreden flüchten. Und das ist der Grund, warum wir endlich aufstehen müssen. Dem ins Auge sehen müssen. Es rettet uns kein großer Held. Die Helden sind wir selbst, die Revolution ist jetzt. Peace! Keine Forderung, das leben wir. Peace! Dafür reden, dafür stehen wir. Peace! Denn wir ziehen ganz bestimmt nicht in den Krieg, weil wir nie auf unsere Brüder oder Schwestern ziehen. Kommt schon alle und schreit mit mir gemeinsam Peace, Peace. Schreit so laut, dass die ganze Stadt uns hört. Peace, Peace. Während Hunderte da draußen kämpfen, um den Willen auszusprechen, hört man aus TV-Palästen? Nichts, denn sie sind sau beschäftigt, ganz laut die Menschen gegeneinander aufzuhetzen, neue Feindbilder aufzusetzen. Kriegerische Hetze, diese installierten Pressejournalisten helfen ihren Klienten, Krisen anzuzetteln. Die Berichterstattung schwächelt, die Geschichte wird vergessen. Doch wir sind nicht bereit, für eure Ziele Kinder herzuschenken. Wir sind Menschen, wir sind Schwestern und Brüder. Und wo Hass uns hinbringen kann, das kennen wir von früher. Gerade wir, gerade hier, wollen nicht, dass das passiert. Und für diese Haltung werden Aktivisten attackiert. Was? Man liest, was diese Schmierfinke schmieren und sie ziehen auf das Wir. Das friedliche Gier. Wir werden diffamiert, pauschalisiert und diskreditiert. Sie nennen freie Meinung Shitstorm, der Shitstorm seid ihr. Peace! Dafür reden, dafür stehen wir. Peace!
keine Forderung, das Leben wir Peace. Denn wir ziehen ganz bestimmt nicht in den Krieg, weil wir nie auf unsere Brüder oder Schwestern ziehen. Schon so schreit so laut, dass der ORF uns hört. Peace, Peace. Schreit so laut, dass ARD und ZDF uns hört. Peace, Peace. Denn Frieden ist nicht rechts, Frieden ist nicht links. Friede ist die Stimme in deinem Herzen, in dir drin. Friede ist der Weg, Friede ist der Sinn. Kriege kann man nur verlieren und Frieden nur gewinnen. Peace. Und jetzt läuft die Propagandamaschine, wenn Bataillons marschieren, sich an der Front die Panzer formieren. Massenpsychologie aus den Gedankenfabriken, wenn sie an manipulativen Taktiken schmieden. Sie ziehen auf unser Denken, unterschwellig, unumgänglich, um zu lenken, was wir von dem Russen denken. Was für ein Quatsch, man, das sind 130 Millionen Leute, genau so wie ich, mit denen ich mehr gemeinsam hab als jenen in der Politik. Keiner will Krieg, außer Banken, die dann beiden Seiten Scheine leihen, um die Schulden plus Zinsen einzutreiben und Rüstungsindustrie. Die an Schüssen gut verdienen, zählen nicht Mütter, die laut schrien. Sie sind süchtig nach Profit. Und nein, das hat nichts zu tun mit irgendeiner Religion, Nationalität, einem dunklen oder hellen Ton. Jeder, der das denkt, ist wohl. Wir sitzen im selben Boot. Viva la Revolution. Hebt eure Hände hoch. Peace. Dafür reden, dafür stehen wir. Peace. Keine Forderung, es leben wir. Peace. Denn wir ziehen ganz bestimmt nicht in den Krieg, weil wir nie auf unsere Brüder oder Schwestern ziehen. Kommt schon alle und schreit, dass Moskau uns hört. Peace. Peace. Schreit so laut, dass man uns auch bis Washington hört. Peace. Peace! Ich liebe euch. Dankeschön!